hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die zwei Arten von Menschen auf der Erde gerade jetzt. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 6. Juni 2021. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind sehr beeindruckt davon, wie ihr alle in Zeiten der Tragödie und des Traumas mit euch selbst umgeht. Es ist, als hättet ihr eine Menge Übung darin, was ihr natürlich auch habt. Ihr habt alles durchgemacht, was ihr euch vorstellen könnt, und noch mehr, seit ihr begonnen habt, in physische Körper zu inkarnieren. Und diejenigen von euch, die im Moment die härteste Zeit im Zusammenleben mit euren Mitmenschen haben, sind diejenigen, die sich bereit erklärt haben, das meiste für das Kollektiv zu übernehmen, weil ihr es liebt, zu dienen. Ihr seid so sehr bereit, so sehr der Aufgabe gewachsen, aber ihr erkennt es nicht immer. Ihr seht euch selbst nicht immer als die starken und mächtigen Wesen des Lichts und der Liebe, die ihr wirklich seid, weil so wenige Menschen sich selbst und andere auf diese Weise sehen. Und wie ihr wisst, hilft es, Vorbilder zu haben. Es hilft, Beispiele für euch zu haben, was ihr erreichen könnt, wer ihr werden könnt. Wenn ihr also einer von denen seid, die es im Moment auf der Erde nicht sehr schwer haben, dann schlagen wir vor, dass ihr nach Möglichkeiten sucht, Mentoren zu sein und zu führen. Sucht nach Möglichkeiten, wie ihr ein Beispiel und eine Vorlage für andere sein könnt, damit sie in eure Fußstapfen treten, und tut dies, während ihr gleichzeitig respektiert, wo jeder andere ist. Seid euch darüber bewusst, dass viele, die sich im Moment abmühen, einen langen Weg gehen müssen, um dorthin zu gelangen, wo ihr seid. Es wird nicht so einfach sein, dass ihr einfach mit den Fingern schnippt oder sie aus ihrem Trübsinn herausschüttelt. Ihr müsst geduldig mit euren Mitmenschen sein und wissen, dass diejenigen, die am meisten zu kämpfen haben, auch am meisten an sich selbst arbeiten oder sie haben so viel für ihre Mitmenschen auf sich genommen. Ihr alle könnt auf unterschiedliche Weise dienen und zu verschiedenen Zeiten in eurem Leben werdet ihr auf eine Weise dienen, die sich sehr von der unterscheidet, wie ihr bisher gedient habt. Aber es gibt immer einen Weg zu helfen. Es gibt immer einen Weg, jemanden aus dem Loch herauszuziehen, das er sich selbst gegraben hat. Wir wissen, wenn ihr mit uns und unseren Übertragungen in Resonanz seid, dann bedeutet das, dass ihr dienen wollt. Seid dienstbar, indem ihr euer Licht so hell leuchten lasst, dass andere es bemerken und euch fragen, wie ihr das macht, wie ihr es schafft, eine hohe Schwingung aufrechtzuerhalten, trotz allem, was gerade in der Welt passiert. Seid, wer ihr wirklich seid, und seid gleichzeitig bescheiden. Sucht nach Gelegenheiten, um zu dienen, aber seid auch geduldig mit denjenigen, denen ihr zu dienen versucht, und lasst eure Vorstellungen, eure Erwartungen und eure Anhaftungen daran los, wie sich das alles von nun an entfalten soll, denn ihr werdet überrascht sein, was kommt. Und ihr habt es so gewollt. Ihr wolltet an diesem Punkt eurer evolutionären Reise, an diesem Punkt eurer Reise in die fünfte Dimension nie alles im Griff haben. Dies ist die beste Art, eure Zeit zu nutzen, während ihr darauf wartet, dass eure Mitmenschen bereit sind, den nächsten Schritt in der Evolution des menschlichen Bewusstseins zu machen. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.